Zurück von der Gamescom, direkt wieder auf dem Rasen. Trimax und sein SC Victoria 8 sind heute zu Gast bei West Eimsbüttel 3. Nach dem 5:0 anfangenden Spieltag über Grün-Weiß und dem damit einhergehenden historischen ersten Sieg der noch jungen Vereinsgeschichte des SSV Harztag, wie sich die Mannschaft inoffiziell nennt, ist die Brust natürlich dementsprechend breit. Auf dem Kunstrasenplatz an der Furt-Köln-Straße sollen natürlich die ersten Auswärtspunkte gesammelt werden. Dies wird allerdings alles andere als einfach. West Eimsbüttel hat beide Heimspiele in dieser Kreisklasse B-Saison erfolgreich gestalten können und steht in der Tabelle derzeit auf Platz 5. Auf Trimax, Rumatra und Co. kommt also einiges an Arbeit zu. Rein ins Spiel, den besseren Start erwischen die Gäste in den blauen Trikots von links nach rechts. Erster Abschluss, Niki Stemmler, der Bruder von Trimax. Und auch in der Folge ist es Victoria 8, ist es der SSV Harztag, der hier besser spielt. 12. Spielminute, die frühe Gästeführung. Klasse Hereingabe von der linken Seite und dann ist es eben Niki Stemmler. Gerade eben hat er schon versucht, jetzt trifft er den Ball deutlich besser und markiert hier das 1:0 in der 12. Minute. Was ein Strahl. Und mit der Führung im Rücken bleibt Victoria 8, bleibt Harztag die klar spielbestimmende Mannschaft. Nur 4 Minuten später, nächster Abschluss und schon wieder klingelt's. Jan Zimmermann versucht es hier einfach mal aus der Distanz und Gianluca Cesari im Kasten der Gastgeber sieht da natürlich alles andere als gut aus, rechnet er mit einer Flanke und wird dann auf dem falschen Fuß erwischt. Von Wespe bis dato noch nicht viel zu sehen, es dauert lange bis zum ersten gefährlichen Abschluss. Arian Spurea versucht sie einfach mal da mit der Nummer 10, da fehlte gar nicht mal so viel. Insgesamt spielt aber hier eigentlich hauptsächlich in der ersten Halbzeit nur eine Mannschaft und das ist Harztag, 41. Minute, 3:0. Klasse Steckpass von Leon Heine in Richtung Jan Zimmermann und der ist dann auf und davon und lässt Torwart Luca Cesari absolut keine Chance, eiskalt abgeschlossen. Die Gastgeber, sie haben sich den sportlichen Verlauf dieser ersten Halbzeit natürlich alles andere als so vorgestellt und dementsprechend froh dürften sie sein, dass wenig später Pause ist mit dem 3:0, geht es für die Teams in eben diese. Für die Spieler Zeit ein wenig durchzuschnaufen, für euch, um vielleicht kurz ein Abo dazulassen und eventuell sogar auch noch die Glocke zu aktivieren, vor allem, wenn ihr mehr vom SSV Harztag und der Kreisklasse B sehen wollt. Zurück zum Spiel, die Halbzeitansprache bei den Gastgebern, sie hat gesessen, denn sie kommen mit ordentlich Dampf aus der Kabine, klasse Steckpass, aber Torwart Kevin Adler hat aufgepasst. Dennoch, in Durchgang Nummer 2 entwickelt sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nächste gute Gelegenheit auf der anderen Seite, Rumatra, richtig gute Chance, den muss er eigentlich machen, da war deutlich mehr drin. Dennoch. West Eimsbüttel ist jetzt besser im Spiel und hält dieses Spiel auch durchaus offen. 58. Minute, richtig gute Bewegung von Kamran Mohammadi und das ist doch der Anschlusstreffer. Klasse Pass von Konstantin Krämer in den Lauf von Mohammadi und der umkurvt erst Innenverteidiger Julius Franz und lässt dann Kevin Adler keine Chance, nur noch 1:3. Hoffnung bei den Gästefans anfeuern mit dem Schlüsselbund inklusive, denn ihre Mannschaft, sie zeigt sich stark vorm verbessert in Durchgang Nummer 2. Dennoch, die Ecke bringt nichts ein, weil Kevin Adler eben wieder auf der Hut ist. Gute Stimmung natürlich auch auf der anderen Seite, die 3:1 Führung durchaus komfortabel und in der Folge übernimmt Victoria 8, übernimmt Harztag wieder die Spielkontrolle. 72. Minute, klasse Doppelpass zwischen Heine und Wüstling, ersterer ist dann frei auf der Außenbahn durch und sucht im Zentrum, Jan Zimmermann findet aber Innenverteidiger Robin Janssen. Dieser ist der Unglücksrabe, befördert den Ball ins eigene Netz. Bitter war seine Mannschaft doch in Durchgang Nummer 2 durchaus gut mit dabei. Mit dem 4:1 für den SSV Harztag nach 75 Minuten ist dieses Spiel natürlich so gut wie entschieden. Doch die Gäste, sie machen einfach weiter. Klasse Ball auf Jan Zimmermann und der wird zu Fall gebracht von René Wöhler. Und der Schiedsrichter, er zeigt auf den Punkt. Natürlich, es ist klar, wen die Fans fordern, wer diesen Elfer schießen soll und Trimax schnappt sich auch die Kugel. Also 77. Minute, Trimax gegen Cesari und da ist es doch.
Trimax mit seinem ersten Treffer für den SSV in der Liga. Der Jubel dementsprechend groß. Klar, im 1 gegen 1 mit Gianluca Cesari will der Schlussmann den Ball parieren, aber Trimax denkt sich, abgelehnt und verwandelt eiskalt die Gelbe fürs Trikot ausziehen. Nimmt er dann natürlich gerne mit. Und seine Mannschaft macht auch in der Folge einfach weiter. 85. Minute, nächster Treffer. Wüstling mit einem klasse Zuspiel auf Jan Zimmermann und der markiert hier sein drittes Tor. Super Spiel vom Mann mit der Nummer 17. Der Jubel bei den Harzack-Anhängern dementsprechend groß, aber am Ende kommt dann auch nochmal Westeimsbüttel zu guten Gelegenheiten. Nur 2 Minuten später, erst gut pariert, doch dann ist das Ding drin. 87. Minute und wieder ist es Kamran Mohammadi, der hier seinen Doppelpack schnürt. Erst gut pariert von Kevin Adler, doch beim Nachschuss ist er dann natürlich machtlos. Und Westeimsbüttel, die haben jetzt richtig gefallen an Offensivfußball gefunden. Wieder nur wenige Minuten später, klasse Ball auf Adrian Sporea und der kommt zu Fall im Zweikampf mit Julius Franz. Und diesmal zeigt der Schiedsrichter auf der anderen Seite auf den Punkt. Der Gefaulte tritt selbst an, Sporea ebenfalls eiskalt, genau wie Trimax, verliert Kevin Adler. Sporea darf sich also auch nochmal in die Torschützenliste eintragen gegen den SSV Harztag. Eiskalt verwandelt und das war's dann auch. Am Ende gewinnt der SSV Harztag mit 6:3 bei Westeimsbüttel und feiert nach dem ersten Heimsieg nun auch den ersten Auswärtserfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Ja, war sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also man merkt, wir wachsen als Team immer weiter zusammen. Wir haben doch mal 2 neue Spieler bekommen, die ja leistungsmäßig natürlich sehr, sehr gut ins Team passen. Und dann freut man sich natürlich, wenn man wieder ein bisschen nach oben schauen kann. Ja, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen so, gerade nach den 2 Siegen. Ne? Je mehr Siege, desto besser. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Das ist jetzt das 4. Spiel für uns gewesen. Vielleicht schauen wir ein bisschen nach oben. Vielleicht ist auch mehr drin. Das schauen wir dann ganz spontan. Ja, mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wie gesagt, wir haben allgemein gut gespielt, aber muss ein bisschen Glück dabei sein manchmal. Deswegen war heute halt nicht unser Tag, vielleicht beim nächsten Spiel. Es ist eigentlich ein gutes Gefühl, 2 Tore zu schießen, aber auch als Mannschaft gut gespielt. Ja, gar nicht so viel zu sagen. Wir haben halt verloren. Trotz der Niederlage dürfte auch Wespe später zu dem Fazit kommen. Bei dieser Stimmung war es dennoch ein gelungener Sonntagmittag in der Kreisklasse.